Hallo und herzlich willkommen zum 7. Teil Let's Play Power of Exile, die Summonerin. Weiter geht unsere Reise. Ihr habt nichts verpasst, es hat sich nichts verändert. Das Ziel soll für heute sein, noch ein paar Wegpunkte zu besorgen. Das als Mindestes. Also zumindest die Battlefront und die Docks möchte ich gerne noch abhandeln. Ja, und ansonsten mal gucken, wie weit ich noch komme. Lass mal hier meine Aura anmachen. So, heißt jetzt den Ausgang finden. Ja, und ich muss gestehen, ich bin so ein bisschen am Hin und Her überlegen, wie es hier weitergehen soll. Jetzt erstmal hier ein bisschen spielen noch. Ich muss aber gestehen, der Charakter macht mir persönlich im Moment gar nicht so wahnsinnig viel Spaß mehr. Ist ein bisschen schade drum. Ist so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das merkt man auch sogar ein bisschen, wenn ich zocke. Das liegt halt einfach am Spielgefühl. Das ist halt nicht meine Art des Spiels. Ich habe immer mit Summonern so leichte Probleme, dass ich finde, das wird relativ schnell langweilig, weil man halt selber dann doch nicht so im Geschehen ist. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen, dass ich den ersten Schwierigkeitsgrad mit der Summonerin hier beende. Und ja, ob ich dann weitermache, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt gerade auch kein super Konzept in der Hinterhand, wo ich sage, jo, das muss ich unbedingt mal spielen. Ich bin halt im Moment so ein bisschen, ja, ich habe so das Gefühl, jetzt habe ich dann doch so die meisten Konzepte, die ich irgendwie interessant fand, mal ausprobiert. Und jetzt gerade habe ich so ein bisschen Innovationsflaute. Ich besorg mir nicht den Dings hier, den Schrein. Ein bisschen zu gefährlich. Also erstmal ein paar Gegner so wegräumen. Bin mir im Nachhinein jetzt auch gar nicht mehr so sicher, ob der Skill, den ich benutze, wirklich das Beste ist oder ob der Klassiker, das wäre Spark, ob das nicht sogar besser kommen würde. Jetzt ist erstmal genug Platz, jetzt kann ich mir hier den Schrein machen. Auch insgesamt etwas unschlüssig, ob ich mal wieder was Neues euch präsentieren soll. Weiß ich nicht, ich habe so das Gefühl, dass noch einige neu dazugekommen sind, die hoffentlich regelmäßig hier zugucken, die jetzt noch nicht so ewig lange Power of Exile spielen und denen möchte ich natürlich auch gerecht werden. Also es ist definitiv eins der besten Spiele, die ich bisher in meinem Leben gespielt habe und deswegen kann ich auch jedem nur wärmstens ans Herz legen, ruhig die Zeit sich zu nehmen und ein bisschen ausgiebiger das Spiel zu zocken. Ich persönlich bin im Moment tatsächlich eher so ein bisschen Hearthstone-affin. Bin aber auch gleichzeitig noch drauf und dran am Überlegen, ob ich nicht mal was komplett Neues probieren soll, mal wieder. Jetzt haben wir schon mal den Wegpunkt hier. Und was mich jetzt gerade im Moment ziemlich reizen würde, ist State of Decay, falls ihr das kennt. Das ist also auch so ein Action-Spiel, sag ich mal, Third-Person-Ansicht. Und Third-Person, mein Gott, ich will mein Englisch. Definitiv ein Spiel, das extrem lustig aussieht. Die das nicht kennen, das ist so ein bisschen wie das, was ich mal gezockt habe, Seven Days to Die. Allerdings etwas weniger Open World, dafür aber glaube ich doch kurzweiliger. Man hat also einen Überlebenden und muss halt mit Hilfe anderer Überlebende, die man aufsammeln kann, ja, überleben im Grunde. Quasi eine Basis aufbauen, Lebensmittelversorgung. Halt die typischen Zombie-Geschichten so. Und der besondere Witz daran ist eigentlich der, dass man also wirklich mit Permadeath spielt. Das heißt, wenn man tot ist, dann ist man tot. Dann kann man mit einem der anderen Überlebenden weiterspielen. Und da habe ich also zum einen Gutes drüber gehört. Zum anderen, die
Bilder und Tests, die ich gesehen habe, haben mich selber auch fasziniert. Und das Ding ist auch gar nicht mal so teuer. Ich glaube, das kostet so um die 20 Euro. Das fände ich insofern ganz lustig, weil es halt auch ein Genre ist, was ich eigentlich noch nie bedient habe, was eigentlich auch überhaupt nicht mein angestammtes ist. Ansonsten Hearthstone habe ich festgestellt, wäre insofern sehr spannend, gar nicht mal um da jetzt irgendwie 1000 verschiedene Spielvideos zu zeigen in irgendwelchen Duellen, sondern es hat halt unheimlich viele Möglichkeiten für mich, euch vielleicht interessante Sachen darüber zu erzählen. Also Kartenanalysen, Deckanalysen, Deckkonzepte, generelle Spielkonzepte, also Geschichten. Habe ich also mich viel in letzter Zeit mit auseinandergesetzt, um halt da quasi so eine Art Spieltheorie zu entwickeln. Das bei, das habe ich auch schon mal erwähnt, ich habe halt das grundsätzliche Problem bei Hearthstone, dass das Ding halt eine Closed Beta ist. Und das finde ich halt nach wie vor etwas ungünstig, wenn ich euch dann irgendwas vorspiele, was ihr eventuell gar nicht nachspielen könnt. Also mal sehen, was da in Zukunft passieren wird. Mein Hauptantrieb sollte natürlich immer noch sein, regelmäßig wieder Videos zu produzieren. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz oben auf meiner Agenda der Dinge, die ich erledigen muss. Das heißt, so oder so, ich muss irgendwie Spielvideos produzieren. Gar nicht so sehr wegen euch, sondern vor allen Dingen auch wegen mir selber. Mir macht es einfach nach wie vor Spaß. Im Moment habe ich halt so bei Path of Exile, abgesehen davon, dass ich selber halt jetzt so das Gefühl habe, doch schon einiges gesehen zu haben, ist mein Hauptproblem vor allen Dingen das, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich so erzählen soll. Und ich möchte halt ungern jetzt anfangen, einfach nur irgendwelchen Blödsinn zu labern. Ich denke mal, da gibt's im deutschsprachigen Raum mehr als genug Leute, die das tun, die halt voll auf Unterhaltung setzen und das auch bestimmt besser können als ich. Und ich glaube, das braucht die Welt nicht nochmal. Also der 500. Gronkh-Verschnitt mit einer schlechten Kopie ist, glaube ich, dann doch nicht so wahnsinnig toll. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt jetzt gerade hier. Docs ist immer halt so die Gretchenfrage bei dem Spiel, schaffe ich es Docs, Doc-Runs zu machen oder nicht? Entgegen früherer Aussagen von mir und Gewohnheiten bin ich mittlerweile doch so weit zu glauben, dass Docs einfach absolut das Nonplusultra zum Grinden sind. Gleich mal von Piety-Runs abgesehen, die aber halt doch nochmal eine ganze Spur schwieriger und gegenstandsintensiver sind. Wenn man halt wirklich Endgame machen möchte, dahin kommen möchte, dann führt eigentlich fast kein Weg daran vorbei, erstmal ausgiebig Dog-Runs zu machen. Jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad ist es noch nicht so ganz elementar. Es kommt ein bisschen auf den eigenen Level hin. Also grundsätzlich kann ich nur empfehlen, Docs sollten schon dazu führen, dass man am Ende Level, sagen wir mal, mindestens 35 hat, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 36. Das ist ganz gut zu bewerkstelligen und das macht das restliche Spiel, das den Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall deutlich angenehmer. Gucken wir mal, was unser Gebieter hier so schönes anrichtet. Ja, stark ist es ohne Frage.
maximal vielleicht ein bisschen langsam. Ja, es ist definitiv ein spezieller Charaktertyp. Ein bisschen schade drum, dass das mit dem Barrage nicht wirklich funktioniert. Ich würde halt euch gerne auch mal einen Bogenschützen präsentieren. Weil irgendwie ist da wirklich, also bei den Bogenschützen ist meiner Meinung nach echt Nachholbedarf mittlerweile. Lightning Arrow war ja lange Zeit das Nonplusultra im Spiel und ist nach wie vor immer noch sehr stark. Aber es ist halt irgendwie auch relativ ausgelutscht und interessiert mich jetzt auch nicht so vom Spiel her nicht so wirklich. Ich würde gerne irgendwie was anderes machen, wenn. Ich sage ja, gerade bei den Bogengeschichten, da habe ich irgendwie so gar keine Idee, was ich gerne mal zocken würde. Es mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass die Bogenschützen einfach ein bisschen darunter leiden, dass man doch bei den Bögen sehr auf ganz teure Unix angewiesen ist. Also ohne Line Eyes Lair ist eigentlich ein Endgame Bogenschütze. Außer wir setzen jetzt mit Lightning Arrow, dann holt man den Schaden auch woanders her. Also sobald es irgendwie in die Richtung physischen Schaden geht, ist halt alles andere wirklich so schwach im Vergleich, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, ohne Line Eyes Lair loszulegen. Ja, jetzt will mich das Spiel dann doch überreden, mal wieder mehr zu spielen. So ein GCP ist auf jeden Fall immer gern genommen. Weil ich gestehen muss, ich weiß gerade gar nicht, wie die so gehandelt werden. GCPs sind doch immer sehr unterschiedlich. Es gibt Phasen im Spiel, da sind die sehr beliebt. Und es gibt Phasen, da sind die fast... wertlos werden sie nie. Für den Chaos Orb wird man die Dinger im Zweifel immer los. Aber eigentlich sind die deutlich wertvoller als Chaos Orbs. Rein von ihrer Seltenheit. Und ehrlich gesagt finde ich auch von ihrer Spielstärke her. Also Gemkatos, wenn ich so viele GCPs bekommen hätte wie Chaos Orbs, dann hätte ich doch einiges noch in der Hinterhand, was ich spielen könnte. So, da haben wir den Wegpunkt. Ja, dann machen wir direkt weiter und gehen hier noch in den Tempel. In den Solaris-Tempel. Hier war ich zügig genug, hab's aber noch ein bisschen was von der Karte aufgedeckt. Ja, es ist so eine Variante, die ich noch im Kopf habe, wo ich sage, das würde ich vielleicht doch gerne nochmal spielen. Bei der ich aber weiß, dass die auch ein bisschen anfällig ist. Man braucht schon auch gutes Equipment und also am Anfang sehr stark, im Mittelspiel geht's. Und am Ende wird es dann doch erheblich schwächer, wenn man keine gute Ausrüstung hat. Das wäre ein Freeze Pulser. Da würde ich also wirklich gern nochmal mein Glück versuchen. Das Problem bei Freeze Pulse ist eigentlich wirklich, dass man ohne 20% Quality Freeze Pulse kann man es eigentlich fast vergessen. Also der ist wirklich nahezu Pflicht, wenn man wirklich länger Spaß an dem Charakter haben will. Ich glaube, ich habe in der Kiste immerhin 8% Quality Freezing Pulse. Das wäre ja immerhin schon mal etwas. Ja, vielleicht, wenn ich hier mit dem Charakter fertig bin, also sprich den Schwierigkeitsgrad beendet habe, dann könnte es sein, dass ich einen Freeze Pulser neu anfange. Vielleicht mache ich auch mal meinen Messerwerfer weiter. Ich weiß gar nicht, irgendwie bei dem, der macht auf jeden Fall wahnsinnig Spaß, ist stark. Ist auf jeden Fall auch das interessantere Spiel im Vergleich hier zu dem Skill. Ich weiß gar nicht warum. Im Moment, ich habe vielleicht auch einfach ein bisschen Angst, weil jetzt Wahl stelle ich mir dann vor, wird dann doch eine ziemliche Herausforderung mit dem Charakter. Und ich drücke mich so ein bisschen vor dem Kampf. Vielleicht seid ihr so nett und schreibt mir einfach auch in den Comments mal ein bisschen was, was ihr gerne noch sehen möchtet von mir. Ob das hier, ob ihr wirklich voll Bock habt, dass ich den Charakter weiterzockt, dann würde ich das natürlich einfach machen.
Wie gesagt, nee, der Charakter hat sich für mich auch schon wieder tot geguckt. Ich möchte einen anderen Charakter sehen. Nee, spiel doch mal Spiel XY. Jetzt redest du die ganze Zeit von Hearthstone. Mach doch mal. Gib mir Input. Dass sie die Pötte nicht angreifen. Gerade in dem Level die Pötte einzeln kaputt treten, ist doch relativ mühselig. Da ich ja keine Angriffsskills benutzen kann, kann ich jetzt also auch nicht selber die mit irgendeinem Skill auslösen. Es bleibt einfach ein Nachteil von dieser Art Charakter, dass man halt selber relativ wenig Einfluss darauf hat, welche Gegner hier angegriffen werden. Also manchmal wirklich etwas ungünstig, dass sich alles erstmal auf die Schwächeren konzentriert und die eigentlich interessanten Gegner links liegen lassen werden. Also eigentlich sollte man hier diese Sentinels möglichst zügig ausschalten. Das sind so typische Gegner, die werden stärker, je länger man die Unfug treiben lässt. Eigentlich halt funktioniert dafür, die möglichst zügig auszuschalten. Diese Tempelanlagen hier scheinen doch für meinen Charakter einigermaßen. Das ist einigermaßen wirklich ganz gut. Sind nicht. Ich habe ein bisschen Platz, meine Minions können sich ein bisschen entfalten. Gleichzeitig aber ist das Ganze nicht ganz so weiträumig, dass ich also doch relativ kontinuierlich hier immer was treffe. Also es ist schon, glaube ich, ein ganz nettes Gebiet für diese Art Charakter. Spontan den falschen Weg genommen. Aber mal so richtig. Skillmäßig, ich habe ja auch noch hier zwei Punkte übrig, die sollte so langsam mich auch mal in Richtung Fluchsachen begeben. Damit zumindest ein bisschen mehr zu tun. I need more mana.
auch nicht weiter. Mann. Wieso hat mir denn zu Weihnachten keiner eine Karte geschickt? Nicht geschickt, geschenkt. Denn hier weiter, verdammt nochmal. Oben vielleicht. Ich werde das in einem nächsten Video, glaube ich, mal testen, wie das aussieht, wenn ich mit dem anderen Skill Spark angreife. Gerade habe ich das nicht vorbereitet. Ich muss ja erstmal gucken, ob ich überhaupt die passenden Edelsteine habe und ob ich das Ganze einbauen kann in entsprechende Gegenstände. Aber erstmal so weiter. Das Problem von dem Skill Stormcall ist nach wie vor für mich eigentlich die etwas unflexible Handhabe, dass man doch relativ lange braucht, bis das Ding ausgelöst wird und müßig zu erzählen nebenbei, dass ich den falschen Weg natürlich genommen habe. Das Ding ist halt etwas träge, sag ich mal. Das ist bei Spark doch anders, weil Spark wesentlich früher anfängt, Geschosse abzuschießen. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall live den Test machen. Glaube ich fast die ganze Karte offen. Jetzt muss doch mal langsam hier zum Levelabgang gehen. Hier vielleicht. Das wäre doch mal was. Sehen sich doch den Tag, wo einer für Path of Exile Map App rausbringt. Nein. Kleiner Scherz, selbst wenn es das geben würde, würde ich es nicht benutzen, aber das ist echt so schon bezeichnend, wie schlecht ich hier bei der Wegfindung zurechtkomme. Okay. Der Tragödie zweiter Akt. Machen wir doch mal. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es ja nur noch die zwei Level hier. Das heißt, ich glaube, das Ding ist auch linear aufgebaut, wenn man das so nennen mag. Also sprich, es gibt hier eigentlich nur einen Weg. Ja.
Tücher natürlich mal wieder nicht. Typisch Kanonenfutter hier. Geht's nicht weiter. Arbeiten wir uns mal mit den Totems vor. Also die Variante hat man natürlich auch immer, wenn man es wirklich ganz sicher mag, dann schickt man erstmal die Totems vor. Relativ unproblematisch. Taste drücken und nicht die ganze Zeit versuchen, Zombies zu beschwören, wenn man eigentlich Totem setzen möchte. Langsam dürfte sich der Level hier dem Ende zu neigen. Und auch mein Stop von 3, sehr gut. Ich sehe gerade am Rand, dass da einige Edelsteine kurz vorm Level sind. Generell habe ich so, muss ich gestehen, heute ist ein bisschen besser. Also heute macht der Charakter wieder mehr Spaß. Ist ein bisschen merkwürdig, ist ein bisschen ambivalent bin ich dabei. Es ist nicht so, als wenn der komplett keinen Spaß machen würde. Es ist halt nur ein spezielles Spielgefühl. Das kann ich nur immer wieder erwähnen. So, haben wir den Wegpunkt auch. Ja, was gibt's denn dann jetzt noch zu tun? Spontan eigentlich gar nicht mehr viel für diesen Teil. Ich glaube, ich hole mir nochmal eben hier den Ribbon Spool. Kann man keinen Tod setzen. Ich muss sie eigentlich nach hinten setzen. Jawohl. Thank you.
extrem einfach jetzt der Gegner. Too much clutter. Ich hab den noch nicht mal mit. Was soll das denn? Jetzt aber. Ja, okay mit. Geht doch. Huge. Ja, dann ging es ja doch noch zügiger, als ich dachte. Dann gehe ich jetzt erstmal eben noch mein Inventar ein bisschen frei machen und dann hole ich mir noch eben an den Docks den verbliebenen Questgegenstand. Ja. Was wir hier haben. Das ist nur für den chromatischen Orb. Was ist das hier? Das ist Müll. Geht also weg. Stay out of the shadows, my boy. Dann geht's nochmal zurück zu den Docks jetzt. Oh, noch einen kleinen Dock Run. Er ist natürlich nach wie vor die beste Möglichkeit, um mich stärker zu machen. Mit den Leveln kann ich richtig was anfangen. Nee, Zombies, ihr dürft schon vorne an der Front bleiben. Vielleicht wäre der größere Angriffsradius doch noch die bessere Wahl, bevor ich mich um die Küche kümmere. Rein subjektiv habe ich schon den Eindruck, dass meine Totems jetzt deutlich mehr Aua machen. Schon irgendwie witzig. Die Hauptschwache.
Schwachstelle bleiben Elementarangriffe. Wenn meine Zombies mit Elementarangriffen angegriffen, also eingedeckt werden, dass da wirklich mehrere Sachen auf einmal auf die einprasseln, dann gehen die doch relativ schnell hinüber. Auch ein Grund, warum ich finde, dass das oft etwas verschmähte Support-Gem Totem and Minion Elemental Resistances, oder wie das Ding heißt, meiner Meinung nach definitiv eines der besten Support-Gems für Minions eigentlich ist. Einfach um diese Hauptschwachstelle wirklich auszugleichen. Einen kompletten Dog-Run gemacht. Im Nachhinein frage ich mich auch, warum habe ich das nicht direkt mit eingebunden, als es dann so schon hier war. Aber Logik ist im Moment auch nicht meine große Stärke. Ich habe mich beim letzten Mal schon gefragt, warum bin ich eigentlich am Wegpunkt vorbeigerannt. Zumal es einer der wichtigsten Wegpunkte überhaupt im Spiel ist. Kurzen Prozess mit meinen Minions. Ich habe so ein Gefühl, dass es hier das Fläschchen gibt. Nee, gibt's nicht. Gut, dass ich eine Quicksilver-Flask habe. Wo war ich denn dann noch nicht? Bleibt ja nicht mehr viel Auswahl. Das heißt, eigentlich bleibt gar keine andere Möglichkeit mehr, als dass hier der gewünschte Questgegenstand ist. Geht doch, da ist der Supply Container. Das Sulfid haben wir auch. Jetzt wieder nach Hause gehen. Ja, ich werde mal eben schnell die Sachen direkt abliefern gehen. Aber das auch schon erledigt, dann werde ich zum nächsten Teil mir vorher den Wegpunkt besorgen gehen. Mache ich dann, glaube ich, ganz, unspektakulär, indem ich mir einfach von einem anderen Charakter den Wegpunkt geben lasse. Dann brauche ich nicht nochmal komplett da durchrennen. Ja, Saphir-Ringe, die Dinger finde ich halt persönlich eigentlich immer am wichtigsten. Ist einfach so ein persönlicher Geschmack. Liegt daran, weil ich ganz gerne, jetzt will ich schon wieder Piety sagen, wie heißt die gute? Mervil Runs mache. Für Mervil ist halt Kälteresistenz das Wichtigste. So. Ja, kommen wir einmal kurz hier. Tala Moana. Gucken, ob irgendwo noch ein Ausrufezeichen auf uns wartet. Da hinten ist noch eins. Was gibt's hier? Tread carefully. Na gut, dann haben wir doch einiges geschafft.
Ja, ich hoffe inständig, dass ihr mir ein bisschen Feedback gebt, was ihr sehen wollt. Jetzt gerade bin ich eigentlich doch auch mit dem Charakter wieder ganz happy. Nichtsdestotrotz hätte ich gern Alternativen und vor allen Dingen würde mich halt selber interessieren, was ihr gerne sehen wollt. Und deswegen scheut euch nicht, das zu posten. Ja, ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal und ich sage, bis dahin.